herzlich willkommen zum Jubiläumskongress. Wir feiern etwas Besonderes, nämlich 10 Jahre Kinder-Yoga-Kongress bei Yoga Vidya. 10 Jahre, immer wieder neue Inspiration, immer wieder neue Anregungen, immer wieder auch neue Experimente, Kindern Yoga zu vermitteln. Eine Gelegenheit, so zu sein, wie sie sind, eine Gelegenheit, sich selbst kennenzulernen, eine Gelegenheit, mal Handy frei und Spielkonsolen frei, Freude zu haben, Spaß zu haben, gerade auch in Brennpunktgegenden, wo sich gezeigt hat, wenn gerade in solchen Brennpunktschulen Kinder-Yoga unterrichtet wird, nicht nur sinkt das Gewaltpotenzial, sondern es steigen auch die schulischen Leistungen. Yoga macht jetzt nicht Wertevermittlung im Sinne von du sollst, sondern im Yoga werden Werte auch dadurch vermittelt, dass man lernt, liebevoll, freundlich mit sich selbst umzugehen, sich selbst kennenzulernen und dabei die Spannungen, die sich vielleicht aufgebaut haben durch schwierige Kindheitserfahrungen, durch Konflikte, wenn man die auflöst, dann entstehen von innen heraus eine Bereitschaft für mitfühlendes Handeln und eben das, was in unserer Gesellschaft wichtige Werte sind. Yoga bietet Ihnen, den Kindern, einen guten Ausgleich. Die Übungen stärken das kindliche Körperbewusstsein und die kindliche Körpermotorik. Die Yoga-Übungen helfen, Haltungsschäden zu verhindern oder zu korrigieren. Durch die entspannende Wirkung kann Yoga außerdem bei hyperaktiven Kindern helfen. Und mindestens genauso wichtig, diese Wertevermittlung, die ja mit dem Yoga eng verbunden ist und die eigentlich Yoga ausmacht. Dem Verein Yoga Vidya gebührt für dieses Engagement zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen ein großer Dank. Sie helfen, unsere Kinder und Jugendlichen stark zu machen für ihr Leben und ihre Zukunft und nicht nur körperlich stark zu machen, sondern auch in der Haltung und im Wesen stark zu machen. Das kann man gar nicht genug betonen. Wenn ich mich hier so umschaue, das konnte ich auch beim letzten Kinder-Yoga-Kongress so feststellen, da muss ich sagen, also Herr Breetz, das spricht für Sie und für Ihr Haus, so viel Publikum und so viele Gäste, die man hier nach Bad Meinberg ziehen kann. 34 Referenten bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten und zeigen gleichzeitig, wie viel Engagement in dieses Wochenende gelegt wird. Neue Kultur kennenzulernen, auch für die Kinder, ist eine Bereicherung. Diese Bereicherung sollte man nicht bekämpfen, sondern akzeptieren und integrieren. Dafür gibt Kinder-Yoga eine gute Grundlage. Kinder-Yoga, wie auch Sukadev gesagt hat, kann für die Gesellschaft sehr vieles Gutes für die Kinder tun, für eine friedliche Koexistenz, was wir heute so nötig haben. Schaut mal, wie klein wir angefangen haben. Das war der erste Flyer hier. Ich bin immer etwas nostalgisch. Ich dokumentiere sowas immer. Und ja, in den 10 Jahren hat sich das einfach zu etwas ganz Großartigem entwickelt, dass immer mehr Sportler, Popstars einfach sagen, Yoga ist cool, weil damit können wir auch wirklich die Kinder sowieso, aber die Jugendlichen wirklich auch motivieren, Kinder-Yoga oder Jugendlichen-Yoga zu machen. Das ist die schönste Aufgabe, die es gibt. Wir sind mittlerweile so eine Riesenfamilie geworden mit allen Kinder-Yoga-Referenten, Referentinnen, Lehrern in den letzten Jahren. Wir haben einfach ganz bunt geschmückt und haben einen bunten Blumenstrauß an Vorträgen, Musterstunden, Workshops. Und wir hoffen, dass ihr die Farbe ins Herz bekommt, mitnehmen könnt und wirklich ein ganz tolles, farbenfrohes Bundeswochenende habt. Gita Mangalam, Bhavatu, Bhavatu, Bhavatu. Dankeschön.